Hallo Märchenfreunde, ich habe schon seit ein paar Tagen nichts mehr vorgelesen, wird also mal wieder Zeit. Jetzt habe ich mal eine kleine Geschichte rausgesucht, nicht lang, aber schön. Die heißt Der König und der Sauhirt. Nun denn, es war einmal ein König, der versprach 500 Louis d'Or und eine Buddel Wein dem, der ihn so belügen könne, dass er es nicht glaube. Darum gingen viele an den Königshof, um ihr Glück zu versuchen. Aber der König war sehr gutgläubig und meinte zu allem, es stimme wohl. Nun war da ein Sauhirt, der sagte zu seiner Frau, ich gehe auch hin und belüge den König. Was ich ihm erzählen werde, das glaubt er bestimmt nicht. Du Dösbaddel, sagte die Frau auf Französisch natürlich, das haben schon ganz andere versucht als du. Dem König kannst du sagen, was du willst. Der glaubt alles. Und ich gehe doch, versetzte der Sauhirt. Du wirst ja sehen, ob ich es schaffe. Als der Sauhirt zum König kam, sagte der Freier raus: Herr König, ich komme, um euch zu belügen. Ich wette, was ich euch erzähle, das glaubt ihr nicht. Überlegt es euch gut, erwiderte der König. Ich bin überaus gläubig. Aber da liegen 500 Louis d'Or und daneben steht eine Buddel Wein. Die sollt ihr haben, wenn ich euch nicht glaube. Damit holte er zwei Gläser und schenkte ein. Jetzt kann's losgehen, sagte er dann. Also, Herr König, begann der Sauhirt, ich habe vor einiger Zeit in meinem Garten eine Bohne gepflanzt. Das bezweifle ich nicht, entgegnete der König. Ich halte euch für einen guten Pflanzer, lasst uns zwischendurch mal trinken. Damit ergriff er sein Glas und stieß mit dem Sauhirten an, und wenn das kein Märchen ist, weiß ich's nicht. Die nächste Nacht, fuhr der Erzähler fort, war die Bohne schon so groß wie ein Haus. Oh, das will ich glauben, sagte der König. Es gibt ja solche Bohnen, die haben es in sich. Die dritte Nacht, Herr König, setzte der Sauhirt hinzu, war die Bohne bis an den Himmel gewachsen. Schön, sagte der König, während er dem Himmel zuprostete. Und die vierte Nacht, Herr König, setzte sich neben die Bohne eine Stange, die reichte mitten in das Firmament hinein. Der König nickte und prostete ihm abermals zu. Und dann fragte er, und dann, log der Hirte weiter, bin ich an der Stange in die Höhe geklettert. Wie ich euch einschätze, sagte der König, seid ihr auch ein erstklassiger Kletterer. Und dann? Und dann kam ich in den Himmel. Und wisst ihr, was ich dort gesehen habe? Ja, was denn, lieber Sauhirt? Da habe ich euren Vater und eure Mutter gesehen, Herr König. Das will ich glauben, entgegnete der König. Sie waren beide kreuzbrave Leute und ich wüsste nicht, weshalb sie nicht in den Himmel kommen sollten. Ja, aber wisst ihr auch, was sie dort treiben? Nein, erwiderte der König, was denn? Euer Vater und eure Mutter sind im Himmel das, was ich hier auf der Erde bin. Sie hüten die himmlischen Schweine. Euer Vater hatte eine Peitsche in der Hand und eure Mutter blies auf einem Horn. Du verdammter Lügner, schrie der König, das soll ich dir glauben? Mein Vater und meine Mutter hüten keine Säue. Das ist ganz unmöglich. Also glaubt ihr es nicht? Fragte der Sauhirt. Nie und nimmer, erregte sich der König. Dann gebt mir das Geld und gebt mir auch den Wein, schloss der Sauhirt. Da begriff der König, dass ihn der Sauhirt hereingelegt hatte. Nimm die Buddel, sagte er, und nimm auch das Geld. Aber komm mir nicht wieder ins Haus, du Lügenstrick. Und das ließ sich der Sauhirt natürlich nicht zweimal sagen. Na, hat's euch gefallen? Das war's dann erstmal für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.